Der Bombenradius ist doch ein bisschen groß. Obwohl die Bombenzeit, in der du die schmeißt, ist jetzt nicht so unbedingt super. Ah, gleich mal einen Potion am Anfang, wo wir eh noch nicht recht viel Leben verloren haben. Das muss man eigentlich ganz gut wegcracken. Da laufen wir jetzt da vorbei, Bomben und fertig. Aber die Range von unserem Piraten hat sich schon extremst erhöht. Da oben haben wir ihn. Und haben wir als nächsten Hero. Ja, jetzt haben wir halt Range, Range, Range. Nahkampf. Ist natürlich eine super Aufstellung. Wenn Tanks hinten stehen. Oh, fast in die Spinne reingelaufen. Jetzt haben wir natürlich die Geschwindigkeit erhöht. Das hat Vorteile. Geht halt alles viel schneller. Aber ja, quer über die Map können wir eigentlich schon fast auf Zombies loslassen. Warum hat er eigentlich immer nur die Bubble? Ah, aber das Schädel nimmt erst ab. Das ist natürlich vorteilhaft. Wenn der Schädel erst über die Dauer abnimmt, dann nicht sofort eigentlich. Na, der ist slow. Dieser Slow macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig. Bombe, Bombe. Kim, machst du ihn kaputt? Blauer Game bringt. Oh, habe ich übersehen. Grün, 40, 5 bringt der. Auf jeden Fall mal grün. 48, 49, Mann. Okay, geben wir einen roten, einen 80, einen 90. Rote bringen 10, blaue 5 und grüne Ohren. So. Jetzt haben wir schon unsere 5er Schlange wieder zusammen. Mal gleich mal eine Kiste haben wir von Drop, das ist natürlich auch nicht schlecht. Da sind zwei rote und zwei blaue gleich auch noch. Machen wir das Beste aus der Kiste raus. Das ist gleich die nächste Kiste gewinnen. Ah, da geht's aber auf mit Kisten jetzt gerade. Yeah, slow me. Passt ganz gut. Hab hier einen Ranger. Da, Fledermaus. Ah, slow. Mann, nächste Kisten, hä? Jetzt machen es aber gut mit den Games bei uns, hä? Geht ganz gut dahin. Haben wir ganz guten Flow. Nächster Hero. Da unten. Dann die eigentlich die spawnen. Ich wollte gerade ausprobieren, ob die spawnen. Jetzt habe ich natürlich irgendwas opfern müssen. Ich weiß gar nicht wen. Ah, ausgerechnet ein Gunner. Den wollte ich eigentlich so lange wie möglich halten, weil die Range ist doch ein bisschen sehr nett. Naja. Cool, jetzt auch nicht mehr ändern. Da schon die nächste Kiste. Schaut's euch das so. Schaut's euch das so. Ah, rot, 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 rot. Mann, den roten wollt ihr auch noch haben. Dreimal grün. Da ist Skelett hier. Dann jetzt die. Ich bin noch nicht mehr drüber. Ah, die explodieren von alleine nach einer Zeit. So, Level geschafft. Nächstes Level. Yeah, wir sind wieder bei der Holden Maid im Garten. Ah, Holde Maid, ich schenk dir was. Feuerball und Bombe. Oh, der hat uns frisiert von hinten. Yeah, ein Token. Da steht der Ranger. Macht's ihn kaputt, macht's ihn kaputt. Die Maus da hinten. Ah, die 5, die brauche ich. Dann der nächste Ranger. Nur 4 Helden. Dafür sind die Ranger eigentlich ganz gut gegen die Nahkämpfer hier in dem Level. Weil du einfach drauf vorbeilaufen kannst und die einfach mal so hitten kannst. Ja. Aber dafür ist halt bei denen umso nerviger. Und du machst halt AOE schauen mit den Bomben. Da, der nächste hier. Ja, den. Was ich schon immer wieder haben wollte. Yeah, mein Pirat ist wieder da. Der AOE-Damage ist halt auch nicht zu unterschätzen.
Und vorher ich laufe von frontal in die Lane, frontal in die Lane. Aber wir können jetzt hier die Sprengkraft auf jeden Fall mehr erhöhen. Das ist natürlich Upgrade. Jawohl, die wollen wir haben. Und jetzt probieren wir es. Probieren wir es mal wirklich mit dem nochmal. Der, glaube ich, kommt eigentlich ganz gut als Erster, weil du schießt halt echt quer über die halbe Map als Erster. Das heißt, wenn jetzt hier links ein Gegner spawnt, der frisiert den von hier drüben. Und der Zauber gleich hinterher. Sowas mag ich. Er kriegt halt dementsprechend viel Damage. Und der Bombi-Typi. Was wir jetzt den Sprengradius erhöht haben. Ist natürlich auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Schild. Ja, das ist halt echt krass, die Range. Hast du neben einen Gegner gescheit vor dir, dann hat er schon angehütet, also teilweise sehe ich die Leute noch gar nicht. Und der Attack-Speed-Buff. Jetzt brauchen wir ja nur was zum Attacken. Ja, Buff braucht man eh nicht. Braucht man eh gerade nicht. Ah, da kommt die Lane. Dum, dum, dum. Geht ja allen gut gerade. Boah, den Ohren. Ja gut, haben wir hier. Ja, Nahkämpfer, falls wir ausweichen, so komisch. Dann gehen wir gleich die zwei AOE-Damage-Dealer da hinterher. Und wir haben nicht schnell genug down gekriegt. Ich habe gedacht, wir kriegen das hier. Aber nein. Also meiner Meinung nach ist immer noch der hier eigentlich am meisten geeignet für das, was wir vorhaben. Also einen gescheiten Tank voraus. Da, Spinne. Einen gescheiten Tank. So, lasst es natürlich leben, Tank-DD. Also Fernkampf-DD. Ja, jeder RPG-Spieler, glaube ich, kennt das. Man muss schauen, wie man seine Gruppen gescheit zusammenstellt. Und als Erster kehrt eigentlich immer ein Tank her. Die waren noch nicht mal da, dann waren schon tot. So schnell geht das heutzutage. So schnell kann man Gegner überrumpeln von hinten. Gescheiter Tank von da und schon geht das da hier. Da. Tank den Pfeil. Fertig. Nächster Tank. Tank für hinten. Oh, jetzt war aber fast Sturm an dem Gemetzel. Und Mörder war Fernkämpfer. Der war jetzt nicht so super. Und Attack Speed. Wenn wir nicht mehr Gegner da sind, kriegen wir schon Attack Speed eingedruckt. Das haben wir kurz. Also ich finde es echt super, dass wir den Attack Speed gebufft haben. Jetzt haben wir unseren Tank auch schon. Shield hat auch gleich gekriegt. Ah, Tank mit Shield. OP. Irgendwann kannst du nur noch unbesiegbar sein. Und Freeze. Da, Fledermaus. Yeah, Bomberman. Jetzt kriegen wir alle von jeder möglichen Seite. Na, jetzt habe ich die 5 übersehen. Da. Die Bombe fliegt langsamer, als wir den umgebracht haben. Natürlich auch lustig. So. Ah, die despawnt einfach nur. Die explodiert dann nicht. Also am besten bei der Kombos, wie es ausschaut, ist jetzt die Gegner, wenn solche Ketten kämen, am besten von hinten umlaufen. Und dann von hinten einfach mal volle Kanne drauf. Dadurch, dass dann die zwei AOEs auch noch von der Seite kämen, scheint das nicht die schlechteste Methode für uns zu sein. Da, der letzte hat er jetzt hoffentlich nochmal. Skelett gegen das Skelett. Naja. Wir haben wesentlich mehr. Und da ist die Fledermaus. Und da ist sie schon wieder weg. Attack Speed Buff, Trank, noch ein Trank. Hä, was ist mit den Tränken los?
Da war eine Kiste und der Magnet ist natürlich abgelaufen, bevor wir die Kiste gescheit gemacht haben. Ja, das ist ab und zu einfach nur leidig. Aber dafür gleich wieder Textbuff. Und Schild gleich wieder. So lässt es gehen. Jetzt fehlen mir nur zwei Charaktere. Ich überlege gerade, welche zwei das sind. Ah, unser Archer fällt. Und unser First Tank Fader. Das ist gleich zweimal die Kiste. Ah, wieder ganz viel. Wow, das war close. Wieder close. Hätten wir fast wieder versagt. Aber macht echt Spaß, das Spiel. Oh, das ist geil. Kiste und Enddrop. Das hat natürlich was an sich. Ah, da du. Scheiß Flegel da. Und Gruppe da. Nächste Gruppe da. Dum, 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 dum. Aoi, aoi. Da ein Solo-Target. Solo-Target. Die schießen, glaube ich, jetzt früher, oder? Wenn mir das jetzt täuscht. Solo-Target. Und gegen die Mauer gelaufen. Oh mein Gott, bin ich teilweise schlecht. Teilweise bin ich so schlecht. Ja, dann den gleich auch noch upgraden, dann kriegt er nur mehr Attack Range. Range? Der kriegt echt. Ah, Raid, Entschuldigung. Core Range, Raid. Aber mit dem Skelett haut es eigentlich ganz gut hier. Muss ich sagen. Das glaube ich, sind sie so sozusagen unser Main. Der Typ hat noch nicht mehr geschossen, haben wir schon dran gehabt. Jetzt halt zweimal. Ah, das kriegen wir einen Archer, das passt. Schild. Gleich Schild für unser Skelett. Oh, Freeze. Manche Runden fangen echt so gut an und dann im Endeffekt haut es doch nicht so hier, wie wir es wollen. Da, Archer. Yay, Archer da. Nicht weglaufen. Alles einsammeln. Alles einsammeln. Ah, den letzten kriegen wir immer nicht. Den letzten, den kriegen wir immer nicht. Ah, der Typ da hinten ist so langsam. So, Spinni, Spinni, Spinni. Spinni dann. Wow, wir kriegen gar keinen Champion. Wir kriegen einfach nur. Ah, jetzt kann man. Der Schiedler haben wir gekriegt. Und wieder den. Ah, den wollte ich aber nicht haben. Kiste. Rot, rot, rot. 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 Rot, rot. Und da ist der Attack Speed und die nächste Kiste. Ups, ich hab. Den habe ich denn jetzt eigentlich getötet. Ich glaube, den Paladin. Yeah, er ist tot und kam gleich wieder. So kann man natürlich auch Wellen vernichten, indem man es in seinen eigenen Leiter in den Lauf lässt. Das ist natürlich strategisch nicht unbedingt das Beste. Weil dann ist man wieder so klar. Aber was wollen wir da? Wenn es passiert, dann passiert's. Kannst du dir nicht aussuchen, kann ich mir nicht aussuchen. Ja doch, eigentlich kann ich es ja aussuchen, nicht, auch nicht direkt. Oh, der kann da einfach drüber laufen. Cool. Also cool ist mir jetzt auch nicht direkt, aber ich könnte es verhindern, wenn ich besser spielen darf. Irgendwie kriege ich das Spiel nicht so auf die Reihe, wie es gern hätte. Da gleich wieder Dreiergruppen, wir gewinnen da. Bombe, puff. Skelett, down. Dreiergruppen. Ah, gegen unsere Explosionsrate von unserem hervorragenden. Rot, 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 rot. Boah, das sind so viele Rote. Und wir verpassen Gott sei Dank nicht so viel. Dank der Bomben unseres hervorragend ausgebildeten. Guter Mage.
Kanonier. Oder was immer darstellen soll. Eigentlich könnt ihr jetzt den da opfern, den zweiten. Dass ich, ja, müsste die zwei opfern. Dass ich meine Reihe so hinkriege, wie es haben will, mit meiner Range steht, die ist am Anfang gleich. Und nicht so weit hinten, weil so weit hinten ist es halt auch sehr, sehr lästig. Ja, du musst echt große Schlangen laufen bei so Gruppen, weil bis die schießen, da ist dann halt ein bisschen. Außer sie laufen so cool gleich vorbei. Kleinachse-Schiedel, Spinny ist tot. Da oben, nächsten Spinny ist mal wieder Kiste. Ah, einen roten gleich übersehen. Oder wenn wir uns lieber die anderen. Ah, der ist slow. Komm, übertreib's. Ja, genau. Wie viel wollen da noch kommen? Da, Arsch hat geschossen. Fledermaus kriegen wir so hier. Nächste Fledermaus. Küste. Küste. Was ist deine Kiste? Kiste. Putzi, putzi, putz. Gegnerlein. Gegnerlein. Spinne tot. Fledermaus tot. Freeze. Warum seid ihr nicht gefreezt? Wie man sieht, die Ranger schießen halt einfach echt viel zu langsam, meiner Meinung nach. Attack Speed. Magnet. Bringt mir aber nicht mehr viel, weil es das Ende des Levels war. Und im nächsten Level geht es nicht mehr. Jetzt sind wir wieder da. So. Ah, der Paladin. Magnet. Hört man die Kurve die ganze Zeit in Bewegung? Vielleicht funktioniert das. Ah, nicht unbedingt. Attack Speed. Gibt's ihn. Freeze. Da oben ist einer gefreezed. Und da oben nur einer. Ah, da ist ein Schild. Den brauchen wir. Den Schild brauchen wir unbedingt. Weil die Runden, die sind echt bissi heftig. Einer fällt mir noch. Geht's. Kutzi, kutzi, kuh. Echt, ihr habt sie mit einer Kombo nicht gekriegt. Kriegen wir schon, kriegen wir schon. Da, von hinten kämen wir. Kombo drauf. Kombo, Kombo. Dann Kombo mal weg. Ah, jetzt haben wir natürlich Pfeile kassiert, aber ich kann nicht kassieren, weil ich. Wow, 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 wow. Bisschen übertrieben, bisschen übertrieben. Schild, was haben wir da? Ah, Nahkämpfer. Ah, da kommt der Pirat endlich zu unserer schönen, vollen Gruppe. Kiste, Kiste. Jetzt geht's nur noch ab mit der Gruppe. Die Gruppenkombination gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut. Da, Freeze. Da oben, Dreierkette gefreezt. Niedergemacht. Nächste Dreierkette. Wow, wow, wow. Was hat sie mir jetzt gezogen? Ja, nur an. Das passt ganz gut. Und Level geschafft. Yay, nächstes. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir jetzt endlich alles Schluss hier. Schauen, schauen, schauen. Dum, 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 dum. Wo, die haben ein Match. Das ist natürlich nicht nett, nicht nett. Okay, Wombo Kombo weg, Wombo Kombo weg. Rumpeln wir einfach nur so drüber mit der Combo. Oh, gleich zwei Mages. Jungfrau. Healport. Oh, wo, oh, wo. Oh. Wer ist tot? Wer ist tot? Ich hab's übersehen. Na, mein Mage ist tot. Und ich bin tot. Ah. Ah. Nein, 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 nein. Aber 2919 Games aus einem Spiel ausgekriegt. War nicht schlecht, war nicht schlecht. Naja, aber das war's jetzt schon wieder mit meiner Stunde spielen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir schauen mal, was wir im Pity so Gutes tun. Ciao, ciao.